Zanga Zanga. Mananto. 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 Il est la main. Il est la main. Mananto. Ja, hallo, herzlich willkommen. Assalamu alaikum. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Brüder, Schwestern, liebe Friedensfreunde. Anscheinend haben immer noch viele nicht kapiert, was eigentlich los ist auf der Welt. Mittlerweile sind sie schon so weit, dass sie nicht mehr glauben, dass Assad Kinder frisst. Sie glauben auch nicht, dass Syrien über eine Artillerie verfügt, die Kindern die Kehle durchschneiden kann. Trotzdem laufen unglaubliche Kampagnen auch wieder gegen Russland, unter anderem unter Mitwirkung führender Politiker der Linkspartei wie Stefan Liebig, der sich gerade auf Dienstreise in den USA befindet, nach eigenen Auskünften für gute Gespräche und neue Eindrücke. Und ja, dieser Stefan Liebig hat im Neuen Deutschland einen massiven Hetzartikel gegen die russische Führung, gegen Wladimir Putin, geschrieben, in dem er nachweislich Unwahrheiten behauptet, die Kampagnen der Opposition gegen das neue Versammlungsrecht unterstützt, obwohl dieses Versammlungsrecht noch viel weitgehender ist als... Also die Versammlungsfreiheit viel weitgehender ist als in den meisten westlichen Ländern. Das ist einfach Fakt. Muss man sich anschauen, was diese russische Opposition besteht. Diese russische Opposition besteht unter anderem aus Nazis, Monarchisten, also Zaristen, rechts- und linksliberalen Kapitalisten, Imperialistendreck, aus der CIA-gesteuerten Rattenopposition von Kasparov, zu der auch die linke Front von Udalzov erzählt. Udalzov ist selber ein CIA-Mann. Dieser CIA-Mann hat es geschafft, auch die KPRF mit in dieses Boot zu holen, weil der gute alte Zyuganov hat einfach Torschusspanik, dass er nichts mehr wird, bevor er abtritt. Ja? Seine große Chance 93 war ja vorbei. Da hat er eine große positive Rolle gespielt. Heute ist er ein Anhängsel von Udalzov und rennt einer CIA-gesteuerten Opposition hinterher. Die Wähler werden es den Kommunisten danken. Dieses braun-liberale, pseudorote Gebräu will Putin stürzen. Sie haben keinerlei Agenda, was danach kommt, aber Hauptsache mal Putin ist weg. Und man sieht ja, in welchem Interesse das liegt. Russland hat vor kurzem zwei Gefechtsraketen getestet, die nicht durch einen Raketenschild aufgehalten werden können. Nun gut. Was machen selbst die Linken? Sie reden dann auch noch von einem russischen Imperialismus. Ich kenne niemanden auf dem Trikont und niemanden in Russland, der von einem russischen Imperialismus spricht. Aber gut, die werden schon wissen, was sie damit meinen. Gibt ja angeblich auch einen chinesischen Imperialismus. Jo. Okay, aber ich will jetzt nicht auf diese schlechte Analyse eingehen. Denn... diesen Leuten fehlt einfach ein gewisses dialektisches Denken, auch im imperialistischen Stadium des globalen Kapitalismus kann es einen nicht-imperialistischen Kapitalismus geben. Und Russland und China sind bei allen zu kritisierenden wirtschaftspolitischen Entscheidungen und Privatisierungsentscheidungen immer noch Länder, die strategisch die staatliche Kontrolle über die strategischen Sektoren der Wirtschaft haben
und dort Staatskapitalismus vorherrschend ist. Also einige der größten russischen Unternehmen sind immer noch, haben immer noch die Rechtsform von sowjetischen Kombinaten. Andere sind Staatskonzerne. Dann gibt es die Banken, die fast völlig unter Kontrolle des Staates sind. Und nur, also mehrheitlich jedenfalls, wo der Staat der größte Aktionär ist. Okay. Stefan Liebig ist also zu seinem Dienstherrn unterwegs in den USA. Ja, er posiert im Internet, auf Facebook, auf seiner Facebook-Seite, ganz stolz vor dem Weißen Haus, vor allen imperialen Insignien dieses verbrecherischen Regimes dort, wo er besucht nicht die Zeltstädte, wo Hunderttausende von amerikanischen Bürgern leben müssen, ohne jegliche Form von Gesundheitsversorgung und so weiter, die nicht wissen, ob sie morgen noch was zu essen auf den Tisch kriegen. Und das ist die glorreiche Demokratie, in deren Interesse Liebig gegen Russland hetzt. Anonymous hat ein Video gestartet, in dem er sehr genau erklärt, was diese Syrien, was diese Syrien-Geschichte bedeutet, diese Zusammenhänge Libyen, Iran, Syrien, Iran. In Libyen wurde getestet, was in Syrien vollzogen wird, um dem Iran den letzten Vorposten, also den letzten Verbündeten zu nehmen und gleichzeitig Russland anzugreifen. Syrien beherbergt den letzten, den einzigen russischen Hafen im Mittelmeer. Die Russen haben dort einen kleinen Stützpunkt. Nichts, was irgendwie weltbewegend ist oder vergleichbar mit amerikanischen Basen überall auf der Welt, aber immerhin. So kann die Türkei Russland nicht mehr über den Bosporus vom Mittelmeer abschneiden. Nun gut, Gysi schreibt auf einem offen transatlantischen Blog, immerhin zur Verteidigung des Annan-Plans. Aber es muss klar sein, hier läuft ein Hijacking. Die Linke, die Transatlantiker, die alle Regimeparteien der BRD unter ihrer Kontrolle haben, wollen auch die Linke einkassieren. Und das muss auf jeden Fall verhindert werden. Koste es, was es wolle. Denn eine Linke, die auch zum transatlantischen, neoliberalen, kapitalistischen, imperialistischen Einheitsbrei gehört, ist völlig nutzlos für die Bevölkerung und eine solche Partei wäre dann bekämpfenswert. Wie alle anderen im Bundestag. Einige Linke freuen sich wirklich, weil es ihnen dann recht geben würde in der Einschätzung, dass die Linke keine revolutionäre oder gar kommunistische Partei ist. Aber auch niemand hat sowas behauptet. Trotzdem, unter den derzeitigen Gegebenheiten gibt es nirgendwo, außer mal von lokalen Besonderheiten wie im Bereich der bolivarischen Staaten, einen revolutionären Faktor. Es gibt keinen globalen revolutionären Faktor. Die Leute haben immer noch nicht kapiert, was eigentlich los ist, auch viele in der Linken. Sie trauern immer noch irgendwelchen Sozialismen hinterher, die in Osteuropa existiert haben. Aber im Moment läuft ein Angriff des Finanzkapitals auf die Demokratische Republik und die Volkssouveränität und den Verfassungsstaat. Die Bombardierung von Libyen, der inoffizielle Krieg gegen Syrien mittels Stellvertreter-Söldnerarmeen, die offene, direkte Zerstörung des Irak durch die USA, all das sind eine Seite einer Medaille und die andere Seite der Medaille derselben
sind Sachen wie der europäische Stabilitätsmechanismus. Es ist ganz wichtig, diese Zusammenhänge endlich mal zu kapieren. Der europäische Stabilitätsmechanismus bedeutet nicht nur, dass der ESM, die ESM-Behörde Zugriff auf alle staatlichen Vermögen Europas hat, sondern, also EU-Europas, sondern es bedeutet auch, dass diese Institution völlig rechtsfrei agiert. Die kann nicht verklagt werden. Sie kann aber andererseits alle anderen verklagen. Also diese Behörde kann hingehen und sagen, hey, sofort zu überweisen 100 Milliarden Deutschland, ja, 50 Milliarden Frankreich oder was weiß ich. Und innerhalb von 7 Tagen ist das zu überweisen, ansonsten kommt der Gerichtsvollzieher. Dieser Gerichtsvollzieher ist dann im Notfall die bewaffneten Streitkräfte der anderen europäischen Staaten. Denn da laufen ebenfalls schon Verhandlungen, Pläne, dass quasi im Zuge der Griechenland-Auseinandersetzung wurden ja auch schon Polizeieinheiten eingesetzt. Also zum Beispiel, wenn die Polizei Griechenlands oder die Armee nicht mehr in der Lage ist, notfalls mit Gewalt die imperialistische Ordnung aufrechtzuerhalten, dann gehen einfach andere bewaffnete Organe Europas gegen die jeweilige Bevölkerung vor. Also zum Beispiel, wenn hier in Deutschland Aufstände mal sein sollten, dann wird nicht mehr die Bundeswehr eingesetzt, weil die könnte sich ja weigern, aufs eigene Volk zu schießen, dann wird halt eine andere Armee eingesetzt, eine französische, eine britische, was weiß ich. Also das ist die Abschaffung, das ist der Rückkehr in das alte Ancien Regime, das wir vor der Französischen Revolution hatten und vor der napoleonischen Eroberung Europas. Dieses Ancien Regime bedeutet dann wieder die völlige Abschaffung von Volkssouveränität, von Selbstbestimmung, selbst im bürgerlichen, also die begrenzte bürgerliche Demokratie wird abgeschafft. An ihre Stelle treten supranationale imperiale Strukturen, die eher an feudale Imperien erinnern als an einen modernen Nationalstaat. Also mit dem Ende des Ostblocks wurde nicht einfach nur der Sozialismus in Europa beerdigt, sondern das war der Beginn des Finanzkapitals, der Beginn des Angriffskrieges des Finanzkapitals gegen die Demokratische Republik und gegen die Errungenschaften der Französischen Revolution. Und die bürgerlichen Staaten Russland und das antiimperialistische China stehen dem im Weg, denn deren herrschende Klasse, in China ein Klassenbündnis, also Volksmacht. In Russland die herrschende Klasse ist die russische Bourgeoisie, die sich aber in einer Verteidigungsposition befindet. Nicht zu verwechseln mit den russischen Oligarchen, die Teile des westlichen, die Agenten und Stellvertreter des westlichen Finanzkapitals sind. So. Und da hilft es überhaupt nichts, rumzukrakeelen, Putin nicht zu unterstützen zu können, weil er ist ein Kapitalist. Es geht um viel mehr. Es droht ein demokratietechnischer und sozialer Rückschritt in den Feudalismus, ins Heilige Römische Reich Deutscher Nation und ähnliche Strukturen. In den USA wurde dieser Weg über den offenen Faschismus eingeleitet. Der Patriot Act 2 bedeutet nichts weiter als eine redaktionell überarbeitete Fassung des Hitlers Ermächtigungsgesetzes. Liebe Leute, es stehen ganz finstere Zeiten bevor und wir müssen jetzt alle Kräfte bündeln, um die Demokratie im jakobinischen Sinne, um die Errungenschaften der Französischen Revolution global zu verteidigen. Dazu ist es notwendig, über alle Gräben hinweg Bündnisse zu schließen. Ein großes Bündnis global gegen die NATO und beinhaltet auch unterschiedliche Klassenkräfte.
das Finanzkapital. Und jetzt kommt hier, seit Lenin, bei Lenin hat das schon, ist das schon drin, ja, die Fäulnis des Imperialismus. Der Imperialismus beseitigt gewisse Sachen des Kapitalismus schon selbst. Und diese Fäulnis hat mittlerweile das Wurzelwerk erreicht. Das Finanzkapital greift die Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft an. Und zwar nicht als Notbremse wie der klassische Faschismus, um einen revolutionären Umsturz zu verhindern oder eine Krise zu überstehen, unbeschadet, sondern um das Ganze für immer abzuschaffen. Die Massenverblödung durch die Massenmedien ist nur ein Anfang, Hartz IV ist der Anfang, die Leute sollen auf ihre Bürgerrechte verzichten. Es ist kein Wunder, dass die Abschaffung des Asylrechts in der BRD in den 90er Jahren nach dem Ende der DDR passiert ist. Angefangen wird immer beim schwächsten Glied. Die werden irgendwelche Randgruppen haben sie rausgesucht, in dem Fall die Asylbewerber. Danach kamen die Sozialhilfeempfänger, die Arbeitslosen, die Arbeiter, Mittelstand. Mittlerweile umfasst es auch Teile der nationalen Bourgeoisie. Das Finanzkapital führt einen Krieg gegen den Rest der Menschheit. Und jetzt dann rumzurennen und sagen, ja, der Putin ist ein Kapitalist oder gar, was völlig irre ist, Imperialist, ist völlig egal. Ist völlig irrelevant, ob der Putin ein Kapitalist oder ein Kommunist ist. Alles, was dem Herrschaft des Finanzkapitals im Wege ist, auch eine nationale Bourgeoisie, soll beseitigt werden. Und mit jedem Sieg, den sie erringen, wächst exponentiell ihre Macht über den Rest der Welt. Das heißt, wir müssen einander verteidigen, zumindest auf Grundlage von Grundlage von Völkerrecht und Demokratie, damit wir selber nicht irgendwann dran sind. Die Bombardierung von Trikontrepubliken oder antiimperialistischen Regimen, die Zersetzungsarbeit von Revolutionsagenturen und so weiter auf der einen Seite, sowie die Nordamerikanische Union und die Lissabon-Vertrag, ESM und so weiter, sind alle die Erscheinungsformen desselben Prozesses. Wir haben hier nicht nur eine strukturelle Krise des Imperialismus, also die klassischen 10-jährigen Überproduktionszyklen oder 15 Jahre Überproduktionszyklen und die Finanzmarkt aufgrund von Zinssystemen, die so 50, 60, 70 Jahre dauern, dieser großen Zyklus, das beides ist zwar richtig, aber das Finanzkapital hat Schlüsse daraus gezogen, und dies, weil in jeder dieser Krise eine Chance für die Revolution besteht. Das heißt, man will in Zukunft die Menschheit demokratietechnisch so weit zurückwerfen, dass eine solche revolutionäre Situation nicht mal zu einem Sozialismus führen kann. Sie wollen ein großes Heer von Vollidioten, damit die noch durchblicken können, keine Gefahr darstellen können, weil ihnen die Instrumente fehlen zur Aufklärung, zur politischen Machtübernahme und überhaupt irgendeine Art von effizienter Gegenwehr aufzubauen. Das fängt jetzt nicht nur auf der politischen Ebene an, das fängt schon auf der privaten Ebene an. Man weiß ja, Freundschaftsdienste sind heutzutage schon Schwarzarbeit. All das ist eine Gefahr. Eine Gefahr für unsere Zivilisation. Wir haben eine zivilisatorische Krise. Die herrschende Klasse Russlands und Chinas werden sich das nicht gefallen lassen, zu Recht. Und wir müssen sie dabei global unterstützen. Es ist völlig klar, Chavez hat das längst geblickt,
und arbeitet an Bündnissen, auch mit kapitalistischen Staaten wie Russland, Brasilien, China und so weiter. Staatskapitalistischen Staaten. Ja. Und wir hier brauchen echte Opposition. Wir brauchen funktionierende linke Parteien und keine Wischiwaschi-Parteien, die von Transatlantikern unterwandert und eventuell sogar gesteuert werden können. Diese Elemente müssen aus der linken Partei verschwinden, sonst wird es keinen, hat diese Partei keinen Zweck für die Menschen. Denn das, was ich da außenpolitisch andeute, vollzieht sich ja auch immer dann, ja? Also das betrifft auch innerpolitische Themen und es wird Zeit, denn die ist knapp. Ich für meinen Teil, und das erkläre ich hiermit öffentlich, werde 2013 keinen Wahlkampf für die Linkspartei machen, sollte Stefan Liebig nochmal aufgestellt werden. In diesem Sinne, es lebe die Revolution.